Volker Ulrich von der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit der zweiten und dritten Lesung des Gesetzes zum Schutz von Vollstreckungsbeamten unternehmen wir die rechtsstaatlich gebotene Antwort auf die Zunahme der Gewaltdelikte gegen Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute. Der § 113 Strafgesetzbuch wird neu geregelt. Er schützt die Vollstreckungshandlung und der tätliche Angriff gegen diese Personengruppe wird im neuen § 114 des Strafgesetzbuches geregelt und dort auch mit einer höheren Strafdrohung versehen. Das ist eine gesetzliche Maßnahme, die notwendig ist, weil dieser Rechtsstaat nicht bereit sein darf, die Respektlosigkeit und die zunehmende Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte hinzunehmen. Das ist die deutliche Absage gegen Gewalt und gegen Respektlosigkeit. Und wenn ich dann von Ihnen höre, Frau Kollegin Michalic, verschwenden Sie nicht unsere Zeit mit diesem Gesetzentwurf, dann frage ich Sie, ob Sie diesen Satz auch Polizisten ins Gesicht sagen würden, die Tag und Nacht im Schichtdienst für unsere Sicherheit den Kopf hinhalten. Sie haben, meine Damen und Herren, den Sinn und Zweck dieses Gesetzentwurfs nicht verstanden. Polizeibeamte werden nicht allein als Individualpersonen angegriffen, sondern der Angriff gilt ihnen als Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols und unserer Rechtsordnung. Und darauf reagieren wir. Natürlich haben Polizeibeamte bereits jetzt einen umfassenden strafrechtlichen Schutz durch die Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikte. Das stellt niemand in Abrede. Aber sie verkennen, dass Polizeibeamte im Einsatz einer besonderen Gefahrensituation ausgesetzt sind. Sie können nicht der Situation ausweichen. Sie sind aus beruflichen Gründen zur Gefahrtragung verdonnert. Und deswegen haben Sie auch einen besseren gesetzlichen Schutz verdient, den wir Ihnen mit diesem Gesetz zuerteilen werden. Und ich möchte daran erinnern, dass nach unserem Verständnis es kein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Bürger und Staat gibt, sondern unsere Polizei begegnet den Bürgern ja gerade auf Augenhöhe, durch einen offenen Umgang. Und gerade weil die Polizei einen offenen Umgang hat, müssen wir Polizeibeamte im Dienst auch besser schützen. Das ist die Kehrseite einer demokratischen und offenen Polizei. Und ich habe mich, meine Damen und Herren, neulich mit einem jungen Polizeibeamten unterhalten, der mir erzählt hat von seinen Streifengängen, von den Schichtdiensten in der Nähe des Hauptbahnhofes und an einigen Brennpunkten in der Nacht. Und ich habe ihn gefragt, was denn die Politik für ihn tun könnte. Und er hat mir geantwortet, er macht gerne Schichtdienst und hält den Kopf hin. Für ihn wäre aber wichtig ein deutliches Zeichen, dass die Politik hinter ihm steht. Und mit diesem Gesetz werden wir deutlich machen, dass die Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sich auf die Union und auf diese Koalition verlassen können, meine Damen und Herren. Verlassen können sich auch die Rettungskräfte, Sanitäter, die oftmals in ihrem Feierabend, Herr Kollege Dr. von Notz, ich weiß, dass gute Argumente manchmal wehtun können, aber im Augenblick geht es darum, dass wir auch unsere Rettungskräfte schützen, die oftmals nach Feierabend in ihrer Freizeit bei Großveranstaltungen, aber auch ganz normal im Einsatz dafür sorgen, dass wenn Menschen verletzt werden, sie zur Stelle sind. Ehrenamtlich, unbezahlt. Auch sie haben unseren Schutz verdient. Und wer dann spürbar und nicht unerheblich eine Rettungshandlung behindert, wer im Krankenhaus Ärzte und Krankenhauspersonal behindert, wer auch, obwohl es anders könnte, eine Rettungsgasse nicht freimacht,
Auch der muss mit der strafrechtlichen Antwort dieses Staates rechnen, weil wir die Gefährdung von Menschenleben in Rettungssituationen nicht dulden und akzeptieren wollen. Und deswegen haben wir einen neuen 323c geschaffen, der genau diese Situation regelt, zum Schutz der Rettung von Menschen und aus keinem anderen Grund. Heute sind vier Gaffer verurteilt. Meine Damen und Herren, Respekt für unsere Polizei, für Feuerwehr und Rettungskräfte lässt sich natürlich nicht allein durch das Strafrecht erzielen. Und wir brauchen neben einer strafrechtlichen Lösung auch eine bessere Ausstattung und mehr Stellen bei der Polizei, dort, wo es notwendig ist. Aber der bessere strafrechtliche Schutz ist ein wichtiges Zeichen auch für die Haltung dieses Staates, dass wir Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte nicht alleine lassen, dass wir bei ihrem schwierigen Dienst für Demokratie und für unsere Rechtsordnung, wir an Ihrer Seite stehen. Und deswegen kann ich Ihnen nur zurufen, unterstützen Sie diesen Rechtsstaat durch ein Ja zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächstes spricht die Kollegin Bettina Berlosse von der SPD.